Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal die PC-Profis und zwar mit dem Big Boy Gaming PC für 5.299 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir, wie meistens, von der Gru vorgeschlagen. Es gibt auch einige andere Systeme, die mir so vorgeschlagen worden sind. Ihr seid alle diesem Aufruf gefolgt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, sucht mal ruhig teure Systeme raus, die eventuell sogar Abzocke sind. Die schauen wir uns dann natürlich an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist das ganz normale Gehäusebild. Das ist soweit in Ordnung. Bevor ich hier aber diese Komponenten einzeln durchgehe, muss ich eine Sache mal eben aufzeigen. Und zwar steht hier als Mainboard das Asus ROG Strix X670EA Gaming Wi-Fi. Das habe ich jetzt auch so genommen. Wenn man hier nämlich auf Mainboard draufklickt, haben wir ein X670EF Gaming Wi-Fi. Deswegen, wir nehmen jetzt das aus der Liste, weil das ist als erstes ersichtlich, sonst müsste man hier einfach klicken. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Acer ATX Storm 6000B ARGB. Das bringt schon zwei 120mm Lüfter in der Front mit, einen hinten und dann noch zwei Stück oben. Das heißt, soweit was die Lüfter angeht, ist das voll ausgestattet. Ich hatte diese Gehäuse von Acer schon öfter hier. Die sind qualitativ jetzt nicht so geil. Gerade in diesem Preisbereich mit so einer Plastikfront, die kaum Luft durchlässt, ist immer ein bisschen schwierig. Ansonsten von der Größe her und so weiter passt es halt. Ich würde eher ein Gehäuse mit richtiger Meshfront nehmen. Man muss mal überlegen, für diese 179,90 Euro, die die hier veranschlagen, bekommt man auch schon Lianli Dynamic O11. Deswegen, ob das jetzt so eine gute Wahl ist, weiß ich nicht. Und das kostet, wie eben schon gesagt, 179,90 Euro direkt über Amazon PC Spezialist Bonn. Das Netzteil ist ein Gigabyte Netzteil 1000 Watt. Hier wissen wir gar nicht mal so genau, was wir bekommen. Ich nehme jetzt einfach mal das UD 1000GM. So viel Auswahl hat man bei Gigabyte nicht, wenn es um 1000 Watt geht. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ja, ist jetzt halt eine Vermutung, was soll ich sagen. 1000 Watt ist völlig okay. Es bringt wahrscheinlich noch nicht den ATX 3.0 Standard mit, sonst würden sie es dabei schreiben. Da werden dann diese Adapterkabel wieder genommen für die Grafikkarte. Wenn ich falsch liege, können die PC-Profis auch gerne einen Kommentar schreiben und das richtig stellen, aber ich nehme jetzt einfach dieses Mal, damit wir auch einen Preispunkt haben. Und das kostet 115,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist jetzt in dieser Liste hier das Asus ROG Strix X670EA Gaming Wi-Fi. Der X670E-Chipsatz, ja, das ist der beste, den man gerade so für AMD kriegen kann. Muss nicht unbedingt sein, aber wer darauf Wert legt, das ist okay. Das Board hat auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots, vielleicht für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, einmal USB 3.0, einmal Netzwerkanschluss, zweimal USB-C, zweimal USB 2.0, siebenmal USB 3.1 und dann haben wir noch die Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen, die der Grafikkarte, wie ich das immer sage. Das ist schon ein ordentliches Board, wenn es das denn wird. Es ist natürlich jetzt weiß in einem schwarzen Gehäuse, kann man aber machen, wer Black and White Build haben möchte, bitte sehr. Und das kostet 349,90 Euro bei ComputerUniverse.net. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GeForce RTX 4090 24 GB Windforce V2, also hier wissen wir, was wir bekommen. Das wäre dann diese hier, hat 3 Lüfter, dementsprechend einigermaßen leise. Die Kühler der 4090 sind sowieso alle überdimensioniert, von daher ist es schon völlig okay. Und ja, was soll ich sagen. Ist aktuell die beste Grafikkarte am Markt. Den FPS dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 1.969,99 Euro über Trend IT bei eBay. Die CPU ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr auch ganz locker mit 6000 laufen lassen. Der 7800X3D, aktuell immer noch einer der besten Gaming-Prozessoren, gerade auch was die Effizienz angeht, kann ich überhaupt nicht meckern. Bei dem Preispunkt hätte ich mir aber sehr wahrscheinlich schon 7900 oder 7950X3D gewünscht, aber ist jetzt halt leider nicht dabei. Und der kostet 377 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine M.2 4TB Samsung 990 Pro NVMe PCI Express 4.0. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Ja, kann man nicht viel zu sagen. 4TB schon mal super, Geschwindigkeit ist auch super, wir haben TLC-Speicher. Das ist soweit schon in Ordnung. In dem Preisbereich erwarte ich aber auch mindestens 4TB. Und die kostet 299,90 Euro bei
Pro Shop. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast RGB DDR5 64 GB, also 2x 32 GB 6000 MPS. Hier wissen wir leider auch die Timings nicht. Ich nehme jetzt CL36er, das ist so die goldene Mitte. Es gibt ja auch dann CL40er, CL30er, CL32er. Ich nehme jetzt CL36er, damit wir einen Preispunkt haben. Also erstmal 64 GB erwarte ich auch in diesem Preisbereich. Ist gut, dass wir es gewählt haben. 6000 MPS ist auch völlig okay. Das mit den Timings finde ich schade, dass es fehlt. Aber qualitativ ist er soweit in Ordnung. Ihr habt da noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei. Und der kostet 245 Euro bei elektronis.de. Die Wasserkühlung ist eine NZXT Kraken Elite 240 RGB mit Digitalanzeige. Eine 240er Wasserkühlung auf diesem Prozessor reicht völlig aus. In dem Preisbereich, ja, würde ich mir auch eher eine 360er wünschen. Ihr werdet auch gleich sehen, das wäre alles noch drin gewesen. Technisch gesehen ist das okay, aber ihr habt natürlich bei einer 360er noch etwas bessere Temperaturen, beziehungsweise die Wasserkühlung muss nicht so aufdrehen. Der Prozessor ist sowieso sehr effizient, trotzdem ein bisschen schwieriger zu kühlen wegen dem dicken Heatspreader, aber naja, das ist schon okay so. Ihr habt auch noch ein Display mit dabei, sieht dann nett aus, ja okay. Und die kostet 218,89 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem wahlweise Windows 10 oder Windows 11. Ich packe jetzt wie immer Windows 11 mit dabei, ist halt das aktuellste Betriebssystem. Und das kostet 32,08 Euro bei IT Hardpulse. Im Übrigen, die Garantie beträgt hier 3 Jahre, ist auch nicht selbstverständlich. Die meisten Systemintegratoren nehmen 2 Jahre und wenn ihr dann ein Jahr extra wollt, kostet das irgendwie 70 Euro extra. Naja, könnt ihr jetzt draufrechnen oder eben nicht. Es machen auch mittlerweile immer mehr mit den 3 Jahren. Also MIFCOM, glaube ich, CSL macht das, also beziehungsweise Boostbox. Agando hat das mal gemacht, die sind ja jetzt gerade wieder vom Markt, kann ja sein, dass die wiederkommen. Aber ja, es wird jetzt immer häufiger, dass ein Systemintegrator halt direkt 3 Jahre gibt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 3.789,61 Euro. Und das System kostet 5.299 Euro. Und da seid ihr locker bei 1.500 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen und das ein Jahr extra Garantie. Bei diesen 1500 Euro wäre es einfach möglich gewesen, besserer Prozessor, eine 360er Wasserkühlung, vielleicht sogar noch ein anderes Gehäuse, weil ihr kriegt halt für den gleichen Preis schon ein Lian Li Gehäuse zum Beispiel oder irgendwie ein NZXT Gehäuse. Das ist einfach viel zu viel. Und jetzt hatte ich natürlich ein bisschen Struggle, da irgendwie eine Alternative zu finden, weil 7800X3D und 4090, ja, das findet man häufiger noch, aber 64 GB RAM, das wird dann schon wieder seltener, dazu noch eine 240er Wasserkühlung mit dem Gehäuse und so, alles ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt einfach mal hergegangen und habe MyPC dann einfach diese Config mal geschickt und habe gesagt, könnt ihr dazu irgendwie eine Alternative anbieten und die haben dann auch was zusammengestellt. Und zwar wäre das der dann hier für 3.959,99 Euro. Wir haben auch eine 4090, hier wisst ihr aber nicht, was ihr bekommt. Die werden irgendein günstiges Modell nehmen. Ich glaube, das günstigste ist gerade sogar die GameRock und die habe ich vor kurzem sogar auch mal verbaut. Ist eine ganz schöne Grafikkarte. Ist der gleiche Prozessor. Wir haben allerdings hier schon eine 360er Wasserkühlung. Wir wissen, wir haben CL30 RAM, auch 64 GB. Wir bekommen Asus ROG Strix X670E F Gaming Wi-Fi. Ist auch ordentliches Board. Eine 4TB Lexa NM790, die reicht auch völlig aus fürs Zocken, die ist nur geringfügig langsamer als die andere SSD. Wir bekommen NZXT H7 Flow RGB Black, also Airflow-Gehäuse. Hier wissen wir auch, es ist die Sonic Focus GX 1000 Watt 80 plus Gold, auch völlig okay. Windows 11 Pro ist als Testversion vorinstalliert, da müsstet ihr euch dann noch einen Key kaufen. Ob ihr das jetzt bei meinem Partner macht oder irgendwo bei Geizhals, ist mir völlig Latte. Allerdings nur 2 Jahre Garantie, aber inklusive Pickup und Return. Wenn ihr, glaube ich, ein Jahr extra hier wollt, kostet das diese 70 Euro. Wenn wir uns da die Liste angucken, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die 360er Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.761,15 Euro und das System kostet halt 3.959,99 Euro. Da seid ihr dann jetzt bei bummelig 200 Euro Aufpreis, was in diesem Preisbereich auch noch völlig gerechtfertigt ist, sage ich ja immer wieder. Gerade bei diesen Grafikkarten wie bei einer 4090 schwanken die Preise sehr stark und da sind 200 Euro irgendwo noch okay, um das auch abzufedern. Natürlich findet ihr auch Systeme bei Dubaro für 3.200 Euro, habe ich jetzt eben noch nachgeschaut. Da ist dann auch eine 4090 und 7800X3D drin, aber eben nur eine 1TB SSD und 32 GB RAM. Was natürlich zum Daddeln auch reicht. Das müsst ihr dann selber wissen, wie viel Speicher ihr haben wollt. Aber wenn ihr ein System haben wollt, was ähnlich ist wie das von PC-Profis, dann wäre das das hier. Ich verlinke die Systeme natürlich auch in der Videobeschreibung. Also einmal von PC-Profis, von MyPC, die dazugehörigen Listen, FPS-Tests und so weiter. Da könnt ihr dann selber alles nochmal vergleichen. Also für mich bei einem Aufpreis von 1500 Euro, lasst die Finger davon. Braucht man nicht drüber reden. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne einen Kommentar da, ob ich eher so teurere Systeme zeigen soll oder halt auch günstige, die mal ganz gut sind oder so ein Mischmasch. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann würde ich sagen, bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.